herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft-Plugin-Programmierung. Und heute werden wir in einem kleinen Zwischenschritt einfach mal unser Plugin updaten auf eine neue Minecraft- und eine neue Java-Version. Das zeige ich euch beides, es ist super easy. Und dafür gehen wir als erstes hier in unsere PomXML und müssen einfach nur ein paar kleine Werte anpassen. Zum einen, wir haben das Projekt hier angefangen in der 1.15.2, inzwischen ist aber schon die 1.16 draußen. Wir gehen nach unten auf die Paper API und schreiben einfach hier in das Versionsfeld 1.16 und dann wird es euch schon hier vorgeschlagen, .1-R 0.1-Snapshot rein. Dadurch, wenn ihr dann hier oben rechts auf das Maven-Symbol klickt, wird euch die 1.16.1 reingeladen und ihr seid auf der neuesten Minecraft-Version. Das war's auch schon mit der neuesten Minecraft-Version. Jetzt machen wir noch die neueste Java-Version. Dafür geht ihr natürlich wieder auf die Java-Seite und ladet eure beliebige Version runter. Ich habe mir jetzt mal die Java 14 installiert. Da müssen wir es an zwei Stellen anpassen. Zum einen müssen wir es für das ganze Projekt updaten. Dafür gehen wir oben auf Project Structure, Project. Und seht ihr hier schon Project SDK. Und da ist jetzt derzeit 11 ausgewählt. Das haben wir am Anfang so eingerichtet. Und da wollen wir jetzt die 14 auswählen. Das heißt, wir klicken hier auf 14 und schauen, dass hier bei Project Language Level auch 14 drin steht. Klicken auf Apply und OK. Und wenn wir jetzt hier in der POM gucken, fehlt uns noch was. Denn hier die Java-Version, die wir bauen, ist immer noch die 1.8. Also Java 8. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen schreiben wir hier einfach Java 14 rein. Tun das wieder reloaden. Dauert dann unten kurz. Und dann sind wir auch auf Java 14. Genau, wenn ihr jetzt noch komplett up-to-date sein wollt, eigentlich nur wichtig, wenn ihr Plugins unter der 1.13 programmiert habt und jetzt drüber geht. In der Plugin-WML haben wir hier API-Version und die können wir jetzt hochstellen auf 1.16. Wahrscheinlich beschwert er sich hier auch noch. Ansonsten ja, habt ihr jetzt euer Projekt auf eine neue Minecraft und eine neue Java-Version gebracht. Ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Folgen. Habt Spaß. Schreibt in die Kommentare, was ihr so an neuen, coolen Sachen sehen wollt. Und ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.